Einen schönen, wunderschönen, einen schönen guten Morlock. Was haben wir? Wir waren mal wieder. Was haben wir? Ja, wir waren mal wieder bei McDonald's. Ich seit langem dachte mir jetzt, weil Begröß, die wieder da ist, habe ich zwei von den drei Sorten, die es gibt. Wir haben ja gesagt, es gibt drei Sorten. Habe mich auch vorher nicht anders informiert. Zwei von den drei Sorten mir genommen. Begrüßt die. Ich stehe zwar beides hier drauf. Original. Am Ende habe ich zweimal die gleichen. Nee. Was? Cranberry steht drin. Hä? Ist mir egal. Ja, das ist einmal so ein Begrüßt die und einmal ein Begrüßt die. Die Unterschiede. Okay, hier oben sind auf der einen ein paar Gurkchen drauf. Ein bisschen so. Junge, übel. Sehr kein Unterschied groß so. Egal. Was da irgendwo stehen. Oh, auch kein Plan. Zwei Begrüßtis. Wahrscheinlich verschiedene, aber die gleichen. Aber verschiedene, die gleichen, verschiedene. Mysteriös. Dass das nicht gekennzeichnet ist, da hat mich doch extra gefragt. Egal. Das soll uns jetzt nicht stören, wir beißen einfach mit den Reihen. Ne, es sind nur keine Gurkchen bei den einen, bei den anderen sind einfach Gurkchen dabei. Das macht wahrscheinlich einen Unterschied aus. Hier sind die Pellets genauso. Oh, kein Plan. Ja. Der Schinken ist ein bisschen größer geworden. So ähnlich wie bei Five Guys. Finde ich. Ansonsten, ja, typischer bis guter, begrüßter Geschmack. Meiner Meinung nach, wieder liegt es an meinen Geschmacksknospen, aber meiner Meinung nach nicht mal so geschmacksintensiv, also so. So wie das so irgendwie so ein Zusatz, so ein Geschmacksverstärker eher nicht. Dafür schöner, natürlicher Geschmack. Und die. Auch Röstzwiebeln drin, oder was das ist. Und der Schinken ist auch schön kross. Die haben es gut hinbekommen. Was ich hier dran schätze, ist ein bisschen mehr Geschmack als bei Five Guys. Five Guys ist für mich, letztens mal, was ich gekostet habe, zwar gut, aber nur als größten Teil würde ich in ein neutrales Stück Leitwasser reinbeißen. Ja, ihr kennt schon die Leitgetränke. Wasser meine ich jetzt nicht. Wo du dann trinkst und nach Zucker gewohnt bist. Und dann auf einmal so, schmeckt mir nicht. Aber bei Burger war das ja nicht so schlimm bei Five Guys. Weil der Notze noch ein bisschen anderer Geschmack dabei war. Aber so, ja, McDonald's besser als Five Guys. In dem Sinn, jetzt zumindest der Burger hier. Jetzt nochmal mit der Sahne und dem Gürkchen drauf. Das soll ein anderer sein. So noch Käse. Ach, whatever. Au. Irgendwas Hartes auf meinen Zahn gebissen. Bitte Schmerz, okay. Oh ja. Was war denn das?
war das? Bitte lass es keinen Stein sein. Mysteriös. Auf irgendwas Hartes hat es gebissen. Ja, da ist noch ein bisschen cremischer hier mit der Creme oben drauf und den Gürkchen. Gibt dir noch ein bisschen anderes Flair. Ja. Hat was. Ach ja. Hier oben steht es original, ja, aber das Apple ist original. Aber das ist ein bisschen anders. Raclette? Okay, hier steht es. Auch Raclette. What the fuck? Original? Achso, das Original? Ach, wo es eingedrückt ist. Das ist ein Original gewesen, der vorher. Und ich habe hier ein Raclette, genau. Immer die Dinger, die hier eingedrückt sind. Jetzt check ich das. Cranberry hatte ich da noch nicht. Also Mr. Cranberry noch probieren. Also Original bekommt eine 8,7 AS-Punkte. Und der Cranberry kriegt sogar hier 8,9 AS-Punkte. Ja. Kann man so machen. Na gut, beide. Also meinen Test, einen muss ich ja noch. Das wäre der Cranberry beim demnächst irgendwie mal sehen. Aber die beide schon mal richtig gut. Den Bite kriegen wir noch mit, den offenen Biss. Wenn ihr ein bisschen was davon habt und sehen könnt. Das beim Raclette. Mit dem Bite Original. Vom EOS abgebissen. Guten Morgen.